Sag mal, geh mal runter von der Bank. Hänge ich auch noch am Bänken fest. Gut, wir haben ihn. Federmotte ist das. Federmotte ist die gesuchte Person. Meinte, ich könnte hier einfach runterspringen, ohne zu fallen? Ja, ich tue es lieber nicht. Es könnte tot sein, wenn ich da runterfalle. Ja, das wäre tot. Ich nehme ja schon Sturzschaden, wenn ich hier runterfalle und nicht unten eine Kante treffe, damit ich nach links weggeglitscht werde. Ich weiß, wen ihr sucht, Hoffnungsträgerin. Aber ihr werdet die schöne Renüde hier nicht finden. Sie weilt vorübergehend woanders, was bedeutet, dass wir uns offen über eure Suche nach ihrem Bruder Larydel unterhalten können. Ihr wollt ihn davon abhalten, sich dem Haus der Träumereien anzuschließen. Renüde glaubt, dass dieser Pärchen Larydels Talente brauchen. Ich bin mir ihrer Überzeugungen durchaus bewusst. Aber ich frage mich, ob ihr beiden auch daran gedacht habt, was Larydel möchte. Wollt ihr Larydel denn wirklich zwingen, einen Weg einzuschlagen, dem er nicht folgen will? Glaubt ihr, dass das der beste Dienst an den Sapiarchen ist? Diese Sapiarchen brauchen talentierte Magier. Aber wofür ist ein Magier gut, der kein Magier sein will? Wie kann es den Sapiarchen dienen, wenn sie jemand einziehen, der unglücklich damit sein wird? Ich weiß, dass Renüde ihren Bruder liebt und genau zu wissen glaubt, was am besten ist. Aber sein Lebensweg sollte nicht von ihr bestimmt werden. Werdet ihr Renüde mit ihrem Bruder sprechen lassen? Nur dann, wenn er auch mit ihr sprechen will. Im Augenblick will er das nicht. Doch ich muss gestehen, dass meine professionelle Neugier geweckt ist. Ihr habt das Spiel der Prahlereien mit den anderen Hoffnungsträgern gespielt. Welchen von ihnen haltet ihr für Larydel? Ist er der verkleidete Feuervogel? Er ist nicht Feuervogel. Ich verstehe. Dann ist es Schleue? Antwortet nicht zu schnell. Wenn man dem Haus der Träumereien beitritt, lässt man seine alte Identität zurück. Bei manchen ist es auch das Geschlecht, als das man sie zuvor kannte. Was? Also sagt mir, ist Larydel Schleue? Scheiße, dann kann das ja auch Schleue sein. Verdammt. Ich gucke gerade nämlich jetzt auch nebenbei in den Chat und da steht, jemand hat geschrieben, also ich wäre nie darauf gekommen, wer der gesuchte Bruder ist, weil die Lösung nicht so offensichtlich ist, wie es scheint. Ja, ich glaube, es ist Larydel ist Schleue. Interessant. Ihr wisst natürlich, dass ich den Namen von Mitgliedern des Hauses der Träumereien nicht offenbare. Auch den von Hoffnungsträgern nicht. Eine solche Enttarnung wäre Grund genug für einen Rauswurf. Larydel wählt seinen eigenen Weg. Ihr müsst Renüde bitten, ihre Suche aufzugeben. Ist offenbar falsch. Ich glaube nicht, dass ich Renüde davon abbringen lässt. Dann teilt ihr diese Wahrheit mit, wie sie mir erzählt wurde. Larydel war immer neidisch auf ihr Talent für die Magie. Wegen dieses Neids ist er gegangen und will sie niemals wiedersehen. Die Wahrheit ist grausam, aber ich hoffe, dass sie Renüde die Freiheit gibt, ihren Träumen zu folgen. Oh Mann, ich werde Renüde sagen, was ihr mir erzählt habt. Vielen Dank. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Der Großdirigent versammelt unsere Hoffnungsträger im Amphitheater für das letzte Vorsprechen. Es wäre mir lieber, wenn ihr nicht teilnehmt. Wir haben beide unser Spiel gespielt, aber hier ist kein Platz für Jongleure mit magischen Dolchen. Mit anderen Worten, du bist gefeuert. Dreimal nein. Meine Scheiße. Verdammt, wer ist denn das? War es doch der Letzte? Es war doch der Letzte wahrscheinlich. Oder der Erste, es könnte tatsächlich Feuervogel gewesen sein. Irgendwas hatte Feuervogel auch gesagt. Das interessant gewesen ist. Och Mann. Ich wollte das gewinnen. Jetzt muss ich das verlieren. Quest fehlgeschlagen. Oh, hallo. Tut mir leid, dass ich einfach so verschwunden bin. Ich mache mir solche Sorgen um meinen Bruder, dass ich mir dachte, ich muss mal einen Augenblick durchatmen. Ich finde das Meer immer so beruhigend. Wie läuft eure Suche? Habt ihr herausfinden können, welcher der Hoffnungsträger Larydel ist? Erst habe ich eine Nachricht von Alchemie für euch. Oh Mist. Ich hatte gehofft, dass sie euch nicht erkennen würde. Sie ist eine Magierin, wisst ihr?
Wir erkennen einander und die Magie geht in solch starken Wellen von ihr aus, dass selbst ein blinder Novize es bemerken würde. Nun, was hatte sie zu sagen? Sie sagte, dass Larulé ging, weil er euch beneidet hat. Er will nicht mehr mit euch sprechen. Aber das ist lächerlich! Larudel und ich, wir waren doch immer zusammen. Unsere längste Trennung war für 3 Minuten, als ich und bevor er geboren wurde. Nein, das ist lachhaft. Larudel hat mich nie um irgendetwas beneidet. Er war doch besser als ich. Alchemie lügt euch an. Sie meint, dass Larudel sich seinen eigenen Lebensweg wählen muss. Sie hat uns gebeten, ihn genau das tun zu lassen. Auf gar keinen Fall. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer der besten Magier unserer Generation Taschenspielertricks für weintrunkene Adlige aufführt? Das wäre ein Verbrechen an Sommers End. Nein, wir müssen ihn zur Besinnung bringen. Sagt mir, welchen Namen hat er hier angenommen? Ich würde lieber nicht raten. Ich verstehe. Vielleicht habe ich zu viel von euch verlangt, euch in eine Angelegenheit einzumischen, um die ich mich hätte kümmern sollen. Doch sei's drum, wir werden das beim letzten Vorsprechen lösen. Wenn ich Larudel erst einmal mittels Magie enttarnt habe, wird er mit mir gehen müssen. Ihr würdet euren Bruder wirklich zwingen, sich gegen seinen Willen den Sapiarchen anzuschließen? Hier geht es um Größeres als seine Wünsche. Und sich den Sapiarchen anzuschließen, ist nicht nur mein Traum. Es war auch Larudels Traum. Wir wollten beide die Magie mit den besten Sommersends studieren. Und er hat das einfach vergessen. Als seine Schwester, als jemand, der ihn liebt, muss ich ihn daran erinnern. Ihr habt vor, einen Zauber einzusetzen, um Larudel während seiner Aufführung zu entlarven? Ja, sobald seine Identität offenbart wird, kann das Haus der Träumereien ihn nicht mehr beitreten lassen. Das ist doch eine ihrer Anforderungen, oder nicht? Dass ihre Identitäten geheim bleiben? Sobald der Zauber, den sie auf ihn gewirkt haben, gebrochen ist, bin ich mir sicher, dass Larudel mit mir gehen wird. Ganz ehrlich? Nö. Wenn die jetzt so ist, gönne ich ihr das einfach nicht mehr. Ich habe ihr gern geholfen, aber jetzt gönne ich es ihr nicht. Da glaube ich jetzt Alchemie mehr als ihr. Wo sind die jetzt? Jetzt ist sie oben bei dem schlechten Spieler. Ugh. Oh, ich wette. Also das wäre ja voll die Erniedrigung. Da würden ihn ja alle auslachen. Wenn er plötzlich seine Identität preisgäbe. Ich meine mich daran zu erinnern, euch darum gebeten zu haben, nicht zu kommen. Verzeiht, aber ich kann euch nicht auf die Bühne lassen. Nötigenfalls widerrufe ich sogar öffentlich meine Gönnerschaft. Aber ist mit Renüde alles in Ordnung? Seid ihr hier, um mir etwas zu sagen? Renüde plant, eure Hoffnungsträger während des Auftritts zu demaskieren. Sie plant was? So eine sture, unnachgiebige... Oh nein. Wir können nicht mehr absagen. Und ich lasse nicht zu, dass meine Hoffnungsträger demaskiert werden. Bitte, tretet auf die Bühne. Ich beherrsche ein bisschen Magie. Ich kann sie nutzen, um Renüdes Zauber so umzulenken, dass ihr und nur ihr demaskiert werdet. Wirkt euren Zauber. Ich gehe auf die Bühne und beschütze euren Hoffnungsträger. Hat sie schon die Zauber gewirkt? Wartet auf euren Einsatz. Möge das Vorsprechen beginnen. Ja, ich bin aber... Ja gut, ich bin demaskiert, ne? Ja, ist klar. Thank you.
So ist es. Ah. Hallo? Trommelt. Yeah, mein Gesicht wurde enttarnt. Oh, Releo, oh, oh, oh. Magierin, ihr demaskiert Hoffnungsträger? Einfach unverzeihlich. Ihr seid fortan aus Relentil verbannt. Kehrt zurück und eure Freiheit ist verwirkt. Du, wie konntest du? Du hast mich verraten. Erlasst sofort unsere Bühne, ehe ich euch in Ketten legen lasse. Wir haben uns doch eben Feinde gemacht. Jetzt muss ich da rein. Ja, wie gesagt, ich hab's dir nicht gegönnt. So einfach ist das. Guten Abend. Oben? Oben. Ich glaube, man hätte hier eine Maske tragen können, aber... Ist die das? Ist sie fort? Ist Renüde nach Lilandril aufgebrochen? Ich weiß nicht, ob sie Relentil schon verlassen hat. Habe ich das Richtige getan? War es richtig, sie darüber anzulügen, wer ich war? Was ist, wenn sie mir niemals vergeben wird? Konnte man nicht wissen. Ihr seid also der verkleidete Laridel. Jetzt kann ich es wohl nicht mehr abstreiten. Aber ich bitte euch, das niemandem zu erzählen. Als ich dem Haus der Träumereien vor über einem Jahr beitrat, gab ich auf, Laridel zu sein. Ich bin Alchemie. Aber meine Schwester, sie hatte andere Pläne für mich. Warum habt ihr sie angelogen? Wir sind Zwillinge. Wir waren immer zusammen. Aber während sie das Lernen und die Einsamkeit liebte, hasste ich es. Ich liebe das Publikum, die Leute, den Lärm. Sich den steifen Sapiarchen anschließen? Es gibt keine größere Strafe. Doch Renüde sehnt sich danach. Wie könnte ich ihr diesen Traum rauben? Wie solltet ihr ihren Traum rauben? Sie will, dass wir zusammenbleiben. Wenn ich mich weigere, mich den Sapiarchen anzuschließen und ihr sage, dass ich hierbleiben will, wird sie ihren Traum aufgeben. Sie wird ihr Glück für das meine opfern und unglücklich sein. Das kann ich ihr nicht antun. Ich weiß nicht weiter. Was soll ich tun? Soll ich es ihr sagen? Wenn ihr euch sorgt, dass sie nicht gehen wird, dann lasst sie erst in Sapiarchen beitreten und sagt es ihr dann. Das ist die Frage. Ja, doch. Könnte das klappen? Ja, ich könnte ihr einen Brief schicken und alles erklären. Sobald ich weiß, dass sie ihrem Traum folgt. Sobald ich weiß, dass sie zur Ruhe gekommen ist. Ja, das werde ich tun. Ich erzähle ihr alles, aber erst dann. Danke für diesen Einfall. Bitte. Gut. Ich denke mal, das ist eine sehr gute Lösung. Jetzt soll ich nochmal mit Renüde sprechen, das wird jetzt interessant. Der wird mich foltern. Aber so ist vielleicht noch die Chance, irgendwas umzulenken, was eventuell schief geht. Ah, wieder unten. Oh Gott, das wäre nicht zu den Gitarrenspieler. Der ist super schlecht. So, wir nähern uns dem Streamende übrigens. Fortsetzung wie eigentlich so ziemlich jeden Samstag, also morgen um 22 Uhr. Link gibt's auf Twitter oder wird offensichtlich ja jetzt wieder auf YouTube verteilt. Ach, dieser Meer, ja klar. So,
Seid ihr gekommen, um euch an meinem Unglück zu ergötzen? Oder will sich Alchemie einfach nur vergewissern, dass ich die Stadt verlasse? Was soll's? Keiner von euch beiden schert mich noch viel. Mein Bruder will nichts mit mir zu tun haben und ich respektiere das. Ich breche heute noch nach Lilandril auf. Ich habe mit Alchemie gesprochen und eine Nachricht von ihr wegen Larydel. Meine Hartnäckigkeit hat also meinen Bruder davon überzeugt, endlich mit mir zu sprechen? Oder ist das nur noch eine Warnung, nicht mehr zu versuchen, mit meiner zweiten Hälfte Kontakt aufzunehmen? Wie auch immer, Larydel hat sich offensichtlich von mir abgewandt. Überbringt eure Nachricht. Ich kann zwar nicht für Larydel sprechen, aber er wird euch schreiben, sobald ihr in Lilandril angekommen seid. Wenn er bereit ist, in einem Brief mit der Sprache herauszurücken, warum kann er es mir dann nicht ins Gesicht sagen? Sei's drum. Das ist nicht mehr eure Angelegenheit, aber ihr habt mir geholfen. Ihr verdient eine Entschädigung. Nehmt dies und betrachtet unser Geschäft als abgeschlossen. Gut. Abgeschlossen. Ihr habt Renüte und Alchemie bei der Suche nach ihrem eigenen Weg geholfen. Redentil ist Ende. Und der Präzisionsschuss kann nun verändert werden. Rang 11 beim Bogen erreicht. Rang 14 bei irdenem Herzen erreicht. Bla bla bla. So. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Vor allem, wo will ich hin? Wir wollen den Auge des Obskuren finden. In der Richtung gehe ich noch. Aber auch nur, weil ich hoffe, dass da noch ein Wegschrein ist. Aber ich denke mal nicht. Das war mal auch eine Quest. Das war auch eine Quest. Aber hey, ich glaube pro, wenn es so weitergeht, schaffen wir wirklich pro Aufnahmesession eine komplette Quest-Reihe. Das war ja bisher immer so. Ist eigentlich cool. Die Docks von Alinor entdeckt. Seht ihr das auch, was ich sehe? Ist das etwa eine verfluchte Festung? Jetzt bin ich aber hellhörig. Das ist hier hinten. Das sieht aber cool aus. Die Frage, wann komme ich dahin, dass ich das mir ansehen kann? Okay. Aber ich habe mir halt gedacht, dass noch ein Wegschrein ist. Den nehme ich noch mit und dann ist Ende. Das sieht ja mal geil aus. Das erinnert mich sehr stark an diese Festung, die ich in Dragon Age Origin gesehen habe. Die hatte auch, glaube ich, so einen Nebel. Nur sah der Nebel nicht so schön aus. Den Wehschrein der Seitan-Feste entdeckt. Okay, das ist also eine Feste da oben. Eine krass geile Feste. Sehr cool. So, soll genug sein. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und... okay, noch nicht ganz. Okay, doch ganz. Geh wieder zurück. So, ich stelle mich da vorne hin, gucke mir das davon noch an und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.